François Villon. Dichtungen. Die Legate, das Testament und vermischte Gedichte. Einleitung. Anklage gegen die treulose Geliebte. Mit eben 25 Jahren bedenke ich Franz Villon Scola, so tun und lassen wie gebahn, und werde mir darüber klar, aus Einsicht und mit Leidenschaft, so wie's Vegetius befiehlt, ein Römer und ein Geist voll Kraft, weil man sein Leben sonst verspielt. Weil Winter war, so ist das eben. Und gerade tote Weihnachtszeit. Mit Wölfen, die vom Winde leben. Wo man sich gern, wenn's draußen schneit, im Hause hält, am Ofenloch. Da kam mir plötzlich der Entschluss zu brechen, meiner Liebe Joch. Weil sonst das Herz mir brechen muss. Ich aber wollt es deshalb so, weil ich mit eigenen Augen sah, wie meines Kummers sie noch froh, obwohl ihr's nicht zu Nutz geschah. Des klag ich sie im Himmel an und flehe laut um reine Rache, und alle Liebesgötter dann bitt ich um Trost in Ungemach. Und schien mir auch so süß und hold ihr sanfter Blick, ihr Aug zu sein, das mich so sehr enttäuschen sollte, mich schauern ließ bis ins Gebein. Sie hat sich von mir abgewandt und dient mir jetzt so zum Verderbe. Drum zieh ich in ein ander Land und hau in eine andere Kerbe. Ihr Auge hat mich so bestrickt, war sie auch falsch zu mir und kalt, und dass ich schnöd sie angeblickt, lässt sie mich leiden mit Gewalt. Und hat kein Herz für meine Not. Nur rasche Flucht kann Rettung bringen, denn bin ich auch vom Tod bedroht, kein Jammern kann ans Ohr ihr dringen. Um solcher Fairness zu entfliehen, ist es am besten, rasch zu reisen. Ade, ich will nach Angers ziehen. Sie ist bestrebt, mich fortzuweisen. Sie lohnt mit Hass die edlen Triebe. Ich sterb gesunden Leibes gar und bin ein Märtyrer der Liebe, ein Liebesheiliger. Macht auch der Abschied große Pein. Was hilft es mir, ich muss von dannen. Mein armes Herz sieht endlich ein. Sie will jetzt einen anderen spannen. Kein Hering war da je so sauer. Wie voller Salz das Fass auch sei. Wie fühl ich doch so tiefe Trauer. O Gott, erhör mein Wehgeschrei. Und da ich also wandern muss und keiner Rückkehr sicher bin, ich bin ein Mensch, ein Hauptverdruss und nicht aus Eisen oder Zinn. Im Menschenleben wird nichts reif und nach dem Tod kann man nichts treiben, zumal ich in die Ferne schweif, will dies Vermächtnis hier ich schreiben. Legate. Zuerst in unserem Vaters Namen, beim Sohn und bei dem Heiligen Geist, der Mutter auch, der Wundersamen, die ihre Gnade Licht verheißt. Bei Gott vererb ich meinen Ruhm, dem hochverehrten Herrn Villon, den Namen ziehe mein Dichtertum. Dazu mein Gut,
als Donation. Und item ihr, die schon genannt, die mich so böslich hat vertrieben, dass alle Freude mir entschwand und keine Lust bei mir geblieben. Ihr schick ich eingesagt mein Herz, so arm, so bleich, so starr, so tot. So schuf mir sie den grimmen Schmerz, nun so versiegebung sie bei Gott. Item sei Herr Marchand verehrt, dem ich besonders zugetan, mein gutes, scharf geschliffenes Schwert, auch Herrn Cornu biete ich es an. Doch liegt als Pfand es vorerst fest für eine Zeche von 8 Sous. Wer ihm bezahlt den kleinen Rest, dem fällt es selbstverständlich zu. Ite mag sich Herr Saint-Amand im Muli und im Rössel laben, jedoch mein Lieblingsrestaurant, das Zebra, soll der Baru haben. So dann erlasse ich ein Dekret, das Pfarrer Pfarrerinnen halten, wie's in der neuen Bulle steht, das Kirchenrecht darf nicht beeilen. Valet, der sich Magister nennt, dem Schreiber am Gericht der Tal und Berg nicht auseinander kennt, ihm hinterlass auf jeden Fall ich meine Hose. Ach, sie ruht im Weinlokal Tumilier, als Pfand und passte doch so gut der Hanne Millier. Als Standsperson, das ist ja klar, muss ich ihm noch was Besseres schenken. Der Heilige Geist belehrt ihn zwar, wo er noch etwas schwach im Denken. Doch hab ich trotzdem mir gedacht, nachdem in seinem Kopf nur Dunst, ich hinterlasse ihn ganz sacht die Bände der Gedächtniskunst. Item, man soll den Unterhalt des Obgenannten garantieren. Der Neid, weiß Gott, vergeht euch bald. Mein Panzerhemd, lass honorieren. Von dem Erlös geht er auch drauf. Kauft eine Schreiberbude an. Damit gibt er sein Pöstchen auf, der Tropf sich was verdienen kann. Item bekommt als Freundschaftslohn mein Mäntelchen aus reiner Seide. Der liebe, gute Jacques Cardon, dazu die Eicheln einer Weide. Und täglich fetten Gänsebraten. Und eine Mastkapun, schön rund. 10 Fässer Wein, recht wohlgeraten. Und 2 Prozesse, sehr gesund. Und Montigny, dem Edelmann, vermache ich als Emblem 3 Hunde. Dem Herrn Jauraguier als dann 100 Franken, kerngesunde. Mein Barvermögen ist nicht klein, wenn ich es irgend recht bedenke. Doch schränke ich mich nicht gern ein, nur dass die Freunde ich beschenke. Item, dem Herrn De Grigny, vermach ich das Schloss Nyon. 6 Hunde mehr als Montigny, wie Quatre, Burg und Bastion. Mouton dem Gauner und dem Diebe, der oft ihm in die Quere kommt, vermache ich 3 Peitschenhiebe als Schlafplatz ihm, das Hafthaus prompt. Für Herrn Ragier steh jederzeit 1 Teller in Pokin-Lokal mit leckerem Tafelobst bereit, im Feigenbaum ein gutes Mahl, im Pinienzapfen eine Nutte. So soll er sich gemütlich machen, am Ofen in der Büßerkutte. Jawohl, wer lachen kann, kann lachen. Dann wünscht den Richtern Bassanier
und Jean Mouton, ich ohne Ho, das allerbeste Renommee, höchst selbst beim Gauner Schutzpatron. Mein Rechtsanwalt Fournier erhält gar ein paar Schuh und einen Hut, die ich für ihn nach Maß bestellt. Im Winter friert sich's damit gut. Und item einen Stock zum Raufen, sprech ich Trouvé, dem Metzger, zu. Er darf in seinem Himmel saufen, in Krone noch und in der Kuh. Der Schächter, der sie will erwerben, tritt er nicht mehr zurück vom Kauf, soll eines grausen Todes sterben. Man hänge ihn ganz einfach auf. Item, der Kommandant der Wache, bekommt den Helm als Wappenzier und seinen Leuten ich vermache, die nächtlich schleichen durchs Revier. Als ein besonderes Symbol, die Lampe, die berühmte Kneipe, erwischt man mich, dann heißt das wohl, dass ich im Haus drei Lilien bleib. Und item Perron Machachon, der Hurenbock und Gigolo, als Großverdiener gut bekannt, erhält von mir drei Bündel Stroh. Er mag sie auf die Erde breiten für eine Liebestätigkeit. Zwar gäb es andere Tätigkeiten, doch weiß er da nicht so Bescheid. Herr Lou, item und Herr Cholet, sie sollen eine Ente haben, gestohlen wie schon eh und je, heimlich des Nachts am Mauergraben, und erben Speck und Holz und Kohlen und einen Mantel nicht zu klein, und meine Schuhe ohne Sohlen bekommen sie nach oben rein. Und ferner will ich nicht verfehlen, drei kleine Kinder, arm und bloß, in diesem Schriftsatz aufzuzählen. Drei Waisen völlig mittellos, die ohne Schuh und Strümpfe schier im Winter wie die Würmer frieren. Die öffentliche Hand soll hier die Unterstützung garantieren. Der eine wird Laurent genannt, die anderen Gonson Marceau. Sie sind mit niemand mehr verwandt und haben gar nichts sowieso. So wollt ein Bündel für sie machen, lass jeden etwas Kleingeld haben, werft ihnen alles in den Rachen, sobald man mich dereinst begrabt. Und item auch der Doktorgrad, den einst die Universität aus Mitleid mir verliehen hat, von mir aus zur Verfügung steht, für zwei Studentlein aus Paris. Auf dem Diplom schreibt an den Rand, das Mitgefühl bewirkte dies, weil ich sie so erbärmlich fand. Guillaume Coutin, der eine heißt, der andere Thibaut de Vitry, die man als Psalmensinger preist. Sie finden sehr viel Sympathie. Den Mietzins vom Palais Guldry will schrecklich gern ich da dann spenden. Mir frommer er und Hengeni, den zwei Lateinern und Studenten. Zu ihrem Krummstab schenk ich ihnen den andern Krummstab für die Zecher, um ganz nach Wunsch sie zu bedienen. Mit seine Wasser stets im Becher. Die Vögel hinter Schloss und Riegel, die ihnen auf den Leim gegangen, bekommen meinen schönen Spiegel und soll des Wärters Frau empfangen. Und item gebe ich den Spital. Ich all die vielen Spinnen weben, der Pförtner von Gouveau jedoch, Herr Rousseville, bekommt als Lohn, er hört dann sicher besser noch viel Talerstücke aus Karton. Ausklang. Meditation und Abschied. Auf einmal, wie allein und still, ich heute Abend voller Wonne mein Testament beenden will, hör ich die Glocke der Sorbonne.
die um die 9. Stunde läuten zum Angelus wie jeden Tag. Ich will mich zum Gebet bereiten, so wie mein Herz mich heißen mag. Doch plötzlich wird mein Geist zu Schanden und nicht durch den Genuss von Wein. Denn mein Verstand liegt wie in Banden und Frau Memoria schließt ein und tut in ihren Schrank zurück die Spezies Kollaterals, den falschen Schein, das wahre Glück und andere Intellektuals. Vor allem die Estimativa, die Töchter Prospektiva und Similativa Formativa. Und damit wird im tiefen Grund der Mensch des wilden Aufruhrs inne, des Narrentums in seinem Wesen. Dies hab ich, wie ich mich besinne, bei Aristoteles gelesen. Und nun erwacht das Sensitiv und ruft herbei die Fantasie, die auf dem Plan die Kräfte rief. Den Oberwitz beflügelt sie und hält ihn schwankend in der Schwebe vom Ansturm der Vergessenheit, das sich im Innern mir belebe, der Geisteskräfte Einigkeit. Da sich die Sinne wieder rühren und mein Gemüt gelangt zur Ruh, will ich mein Werk zu Ende führen. Doch ach, mein Tintenfass vorzu, erloschen ist der Kerze Schein. Ich will kein Feuer und kein Licht, ich deck mich zu und schlafe ein. Und schließe so und anders nicht. Epilog. Der Schreiber dieses ist gewesen, Villon, ein hochberühmter Mann, der schwarz und mager wie ein Besen sich nichts zu essen kaufen kann. Er hat kein Gut auf dieser Welt, das er den Freunden nicht vermacht. Er hat nur noch ein wenig Geld, doch das ist auch bald durchgebracht. Und wenn es Ihnen gefallen hat, gern ein Like oder Abo hinterlassen. Bald geht's weiter. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat gefallen.